Ich habe heute Nacht schon dran gedacht an die. Ja. Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Feuer! Bei mir steht Dieter Reiter zu seiner zweiten Wiesn. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Wetter ist gut, es regnet nicht, die Leute können zuschauen. Und ja, ich bin jetzt in der frohen Erwartung. Ich bin ganz sicher, dass ich auch dieses Jahr dieses Fass bezwingen werde und es aufkriege. Also davon gehen wir alle schwer aus. Wie war es denn letztes Jahr eigentlich danach? Wie fühlt man sich, wenn man das allererste Mal gemacht hat? Naja, also erstmal auf jeden Fall erleichtert, weil also ein gewisser Druck bleibt doch nicht erspart. Und es ist ja auch noch der Anfang der Amtszeit gewesen, jetzt ein Jahr später. Glauben Sie mir, kann man das deutlich entspannter sehen als vor einem Jahr. Ich erinnere mich an letztes Jahr, da war der Reiter auch schon kaum aufgeregt. Er wirkt auch jetzt ehrlich gesagt tiefenentspannt. Wie machen Sie das denn? Also die ganze Welt schaut nachher auf Sie. Ja, wie gesagt, das merken Sie nicht. Und ehrlich gesagt, der Vorgang als solches ist einfach ja, wie ein Nagel in die Wand hauen. Entweder es klappt beim ersten Mal oder es klappt halt nicht. Dann haue ich halt drei oder viermal hin. Das ist nicht wirklich mein Problem. Ich kann allen Wiesengästen sagen, ich werde das Fass auf jeden Fall aufkriegen, sodass die Gaudi beginnen kann. Und ob das jetzt, ja, bitte! Ob das jetzt mit zwei, drei, vier, fünf Schlägen ist, ist medial interessant, aber fürs Fest nicht. Und deswegen bin ich da ganz entspannt, sage ich ganz ehrlich. Dann wünschen wir eine ganz, ganz tolle Wiesn und viel Spaß beim Anstech. Euch auch, gell? Allen Gästen vor allem eine friedliche Wiesn. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Die Wiesn hat noch nicht begonnen, aber gleich ist es soweit. Und wir haben eine Premiere dieses Jahr. Zur 182. Wiesn steht neben mir das neue Münchner Kindl. Servus, Christi. Grüß Gott, hallo. Sag mal, wie heißt denn du? Laila. Laila, dein erstes Jahr als Münchner Kindl, wie fühlt sich das an? Fühlt sich super an, also ich freue mich jetzt schon richtig. Ja, sag mal so, was hast du bislang alles erlebt? Wie schaut so ein Leben aus als Münchner Kindl, als das Gesicht des Oktoberfestes sozusagen? Also sehr aufregend und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und was erwartest du jetzt von der Wiesn? Was ist so, wo du sagst, Mensch, das möchte ich unbedingt erleben, wenn ich jetzt das Münchner Kindl bin? Also ich, was ich unbedingt erleben will, also ich will, dass es ein friedliches Oktoberfest wird und dass alle viel Spaß haben. Wenn jetzt jemand zu Hause sich das vielleicht wünscht, dich zu treffen, ja? Erzähl mal, verrat doch mal allen Zuschauern, wo man dich treffen könnte. Ja, man muss halt ein bisschen suchen. Irgendwo werde ich schon sein auf dem Gelände. Okay, ein Zelt musst du aber jetzt verraten. Ich darf mich da leider nicht festlegen. Gut. Alle Zelte sind super, also. Alles klar. Dann würde ich sagen, liebe Wiesengaudi TV-Zuschauer, ab auf die Wiesn und Laila besuchen und ich wünsche dir friedliche Wiesn. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. So, wie jedes Jahr, ich und der Ochsentoni. Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist super, die Stimmung ist gut, die Leute haben alle gut drauf. Welche Ochsen haben wir dieses Jahr dabei? Ein Wickel ist ja ganz klar. Der Wickel? Also er schreibt jetzt nicht Hagen, sondern Westermeier. Und Wickel, Westermeier und Jackel. Und ein Jackel. Wie heißt der mit Nachnamen? Ja, der ist auch Westermeier. Die Familie stirbt nicht aus. Was wünschen Sie sich dieses Jahr für die Wiesn? Dass alle, die auf dem Bauernhof einen Zug verlassen, gut heimkommen und eine Heimat kriegen. Das ist sehr schön. Das wünsche ich mir. Dann wünschen wir auch noch eine schöne Wiesn und ganz viel Spaß beim Einzug. Mach's gut. Ciao, Fitti. Fitti gut. Fitti. Bräurosel, grüß dich. Grüß dich, Schatzilein. Ich freue mich, dass du wieder da bist, dass ein schönes Wetter ist. Ja. Ja, gute Stimmung, siege oder kriege ich mit. Super. Was will man mehr? Sag mal, die 182. Wiesn, die wievielte Wiesn machst du jetzt mit? Ich darf jetzt heuer 22 Jahre hier sein. Stell dir vor, ich bin 22 Jahre. Ich gehöre schon, ich bin schon ein Inventar hier. Ich gehöre schon zur Wiesn irgendwo, ja. Auf was freust du dich am allermeisten dieses Jahr? Wenn du den heutigen Tag meinst, dann freue ich mich natürlich aufs Otsaftis, auf das erste schöne Bier und auf eine Riesenstimmung und einfach, dass er schöne Wiesn wird. Morgen bist du aber beim Festzug auch mit dabei, oder? Genau, morgen ist der Trachtenumzug durch München und ich fühle mich immer wie eine Königin. Das ist unbegreiflich schön, also unfassbar. Was wünschst du dir nochmal für dieses Jahr und was wünschst du dir denn für die Zuschauer? Also für die Zuschauer und für alle eigentlich wünsche ich eine ganz schöne Wiesn, friedlich vor allen Dingen, dass nichts passiert. Viel Spaß, einfach eine schöne Wiesnzeit. Wir freuen uns und sagen bis bald. Servus. Servus, ich danke dir.